Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Space Engineers, hier auf dem Kanal The Nerd Way of Life mit dem einzigartigen, wunderbaren Digi-Held. Moin moin. Und wie sagt Digi immer, mit meiner Wenigkeit, dem Dreh. Hi. Hi. Na? Na, willst du mal einen echten Hasen sehen? Nee, war das ein echter oder ein falscher Hase? Echter, ne? Willst du mal einen echten Hasen sehen, glaube ich? Ich kenne mich da nicht so mit aus. Mit Anmachsprüchen? Wieso, du sagst doch... Das irgendwie klingt das aber nach sehr... Also das sind so Anmachsprüche, die, glaube ich, eher in so einer dunklen Gasse als auf irgendwie in der Disco fallen. Also so. Du sagst immer, hi, wie heißt du und wie geht deine Hose auf? Also das ist nun auch nicht unbedingt so viel besser als irgendwie einen echten Hasen mal. Aber ich glaube, du hast recht. Ich nehme alles wieder zurück und behaupte das Gegenteil. Willst du mal einen echten Rottweiler sehen? Das könnte man schon in der Disco bringen. Kriegst du zwar immer noch einen auf die Fresse, aber das ist es dann wert gewesen. Ja. Oh Mann. Lass uns mal über Videospiele reden. Oh nö. Doch, wie weit bist du denn so beim Witcher? Du bist jetzt ja schon bei... Bist du schon bei Teil 200? Nee. Ja, obwohl, ach, hör auf. Das sagst du doch jetzt nur, weil du weißt, dass bei mir die Kacke am Dampfen war. Echt? Ja, weiß ich nicht. Ich denk schon, oder? Nee, ich bist so gemein. Mich interessiert das einfach Herzloser, nur. Herzloser. Ach, gemeiner Kerl. Mich interessiert einfach nur, wie weit du da bist, wie viel. Weil ich möchte ja wissen, worauf ich mich einlasse, wenn ich es mir irgendwann mal holen sollte. So. Aber ich bin immer noch bei 170 Teilen. Ja gut, aber wenn diese Folge hier rauskommt, sind es vielleicht schon 270. Nee. Ach so. Nee. Ich hatte ja das gehabt, dass mir fehlten ja 11 Teile. Das ist mir aufgefallen, weil halt einer aus unserer Community, der hochgeschätzte Deba, der gerade nicht da sein kann, weil er arbeiten muss, mich darauf hingewiesen hat. Danke, Deba. Und ich musste dann halt irgendwie mal so, das war halt irgendwie auf Montag, wo er mir das gesagt hat. Und wir hatten ja am Sonntag, hatten wir ja Seven Days to Die aufgenommen. Hm. Und da ist dann halt, da ist dann halt irgendwie wenig Platz auf meiner Platte gewesen. Deswegen hätten ein paar Daten gelöscht. Und das waren die Daten, die ich halt irgendwie noch brauchte, um die Teile zu machen. Hm. Deswegen musste ich dann halt auf Montag spontan nochmal irgendwie so mindestens 2 Teile aufnehmen. Für den Montag und für den Dienstag. Die schneiden. Hm. Und hochladen. Und dann halt, dann habe ich dann Dienstag das gleiche dann nochmal gemacht. Und bin dann halt, dann halt so langsam Samstag halt mit Seven Days to Die angefangen. Alter, schön. Das musste ich ja auch noch machen. Ich hatte ja auch noch vor, dann halt Musik drunter zu legen, was mir dann auch gelungen ist. Also wenn uns ein paar Abonnenten weglaufen, dann an dieser Musik. Hast du die von Dings genommen? No Copy Sounds oder wie sind die? Ja, genau, no copyright sounds, ne? Oder so, no copy. Aber das. Oder irgendwie sowas? Ja, irgendwie so, aber das ist doch jetzt nicht schlechte Musik. Ja, also. Eigentlich bin ich losgelaufen und habe halt sämtliche Fahrstuhlmusik geklaut, die ich finden konnte in den Fahrstühlen. Ja. Ja. Cool. Und damit man das halt nicht so hört, ja, habe ich es halt sehr leise gedreht. Ja, genau. Ja, soll ja auch nur, wenn wir mal zwischendurch nichts sagen oder so. Dafür ist es ja nur gedacht. Ja, und dann halt irgendwie ab und zu mal aufdrehen, wenn irgendwie so eine Zombie-Horde kommt oder so. Genau. Ja, genau. Ja. Diese Leute sollen ja nicht tanzen, die sollen ja irgendwas anderes machen. Genau. Hier wird nicht getanzt. Hier wird nicht getanzt. Soweit so, ich habe ein großes Problem. Ja. Und zwar ist meine rechte Seite voll mit Chat. Den muss ich jetzt mal kurz verkünden. Oh Gott, wo muss ich denn anfangen? Also, Dendor at Schräuchekiller sind sie vielleicht nicht mit dem Account eingeloggt. Also, ich habe schon einiges verpasst im Chat, muss ich leider gestehen. Weil, ja, wegen der Ansage und so, da ist so viel geschrieben worden. Und, oh. Dendor, das T muss groß. Schräuchekiller, really? Dendor, yep. Streichkiller at Dendor Test. Dendor, Streichkiller at Dendor Test. Dendor at The Nerd Way of Life Test. Was? Dendor, also bei mir geht's auch mit kleine T.
Streukiller waren beide hervorgehoben. Denn nur ja, Streukiller K. Was für okay steht, was für okay steht. Dendor bei mir nicht? Fragezeichen. Streukiller doch auch. Ausrufezeichen. Nein. Doch, Komma, auch. Dendor, na, siehst du, Streukiller. Komisch. Mit Ü. Komisch. Okay. Finde ich komisch. Dendor, mach doch mal bitte die Ansteuerung vom Hangartor. Ich will das jetzt mal sehen. Hier wird gefordert. Ja, Dendor, Alter, das mit dem Hasen ist bei Minderjährigen. Ist es wirklich, ja, ne? Oh Mann, ey. Es ist wirklich. Aber es ist ein, wie gesagt, es gibt die Welt von Dre und es gibt die andere. Und so. Das wusste ich nicht. Erkenniak, nein! Mit so einem verschmitzten Grinsen. Und so interpretiere ich diese beiden Hacker immer so. Streichkiller, K, bei mir schon. Streukiller, bei. Aber jetzt wieder da. Findus, lad einfach die Seite neu. Findus, ah, okay. Dendor, neu laden und am Ende ist Twitch down. Dendor, die Sounds heißen gammafrei. Streukiller, ich lade jetzt einfach nochmal neu, in der Hoffnung, dass es besser wird. Dendor, meist hilft es einfach, Steam anhalten und wieder laufen lassen. Streukiller, ja. So. Jetzt einen kleinen Hinweis an die Community. Ich werde jetzt nur noch vorlesen, was mit was direkt an uns geht. Sonst kriege ich hier echt einen Rappel. Ach so, redest du dich da raus? Ja, bei Seven Days to Die wird alles vorgelesen, aber hier bei SE. Ich schaff's gar nicht. Alles, was halt an uns geht, wird dann halt vorgelesen. So. Unfassbar. Was hältst du von der Idee, Dre? Bin ich Fan von. Bin ich riesen Fan von. Auch. Cool, okay. Oh Mann. Oh. So, ich raff das jetzt. Irgendwie müssen wir das noch im Chat vermerken. Obwohl, die Community kümmert sich darum, oder? Weiß ich nicht, fragt die Community. Irgendwie. Also Dendor schreibt, ich lese das jetzt ausnahmsweise nochmal vor. Also müssen wir jetzt immer at the Nerdam Way of Life schreiben, damit du vorliest. Ausrufezeichen. Fragezeichen. Ausrufezeichen. Ja, Ausrufezeichen. Und ich würde mir dann halt at the Nerdam Way of Life, weiß nicht, würde ich mir zum Beispiel copy und dann immer pasten. So. Dann musst du das nicht immer reintippen. Ist ja auch ein bisschen schade, dass du nicht irgendwo draufdrücken kannst und dann ist das schon da drin. So wie bei Google Plus, wo du halt irgendwie so, ne? Oder bei Facebook geht das sicherlich auch, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, was du meinst. Naja, du kannst halt, dass du so einen Namen antippen kannst und dann schreibst du automatisch dahin. So wie bei Google Plus, wo du dann antworten gehst und dann steht der Name automatisch da. Ja. Ach so, ja. Ja. Das geht hier bestimmt auch. Das geht hier bestimmt auch, ne? Ja. Aber ansonsten würde ich mir das einfach copy-pasten und dann kannst du halt immer. Ich lese das übrigens auch nur vor, wenn ich das Gefühl habe, dass das auch wirklich für uns ist. Also wenn jemand zum Beispiel schreibt, at Nerdernware auf live, at Dendor wahrscheinlich schon, dann lese ich das nicht vor. So, wie der Sträuchkiller getan hat. Gut, das ist konsequent. Ja, es sollte schon an uns gerichtet sein. Wenn, also die ganzen Zwischensachen und so, das, was ihr untereinander macht, ist zwar ziemlich cool und so, ich lese es auch gerne, aber es halt irgendwie, es hält uns auch ganz schön vom Spiel ab. Oder was sagst du, Dre? Ja, mich nicht. Achso, dann kannst du das ja auch komplett übernehmen. Nee, das ist ja, du bist jetzt ja am Stream, das heißt, du musst das machen. Ja, aber ich bin ja anscheinend nicht so fähig wie du. Das hat ja mit Fähigkeiten jetzt nichts zu tun. Doch. Warum denn? Ja, weil du das kannst und ich kann es nicht. Ja, nee. Also, ich bin so fähig. Ich will es nicht. Ach, oder Enter geht auch, schreit der Scheuchgitter. Dendor, ja, ich mach Enter, News Comments halt. Okay. Guck mal, die kennen sich aus, die Freunde. Unsere Community kennt sich aus. Das müssen wir unbedingt mal irgendwo festhalten. Die gelben Seiten kennen sich aus. K
kann man eigentlich, jetzt kommt's, pass auf, kann man eigentlich Förderbänder einfach wegflexen, ohne dass einem da die ganze Scheiße um die Ohren fliegt? Ja, ich will das aussehen mit den Hangar-Tor-Dendor. Also der Dendor schreibt, da brauche ich ja nicht vorlesen. Digi, jetzt mach endlich die Torsteuerung. Ich will das endlich sehen. Oh, fuck. Okay, ich mach jetzt die Torsteuerung. Was meinst du, Dre? Förderleitung. Kann man die einfach so wegflexen, ohne dass einem die ganze Scheiße um die Ohren fliegt? Oder ist das wie bei den anderen Gedöns? Ja und nein. Okay, gut. Danke. Habe ich jetzt 30 Stück? Ja. Moment mal, wenn er jetzt was durch die Gegend fliegt, dann bin ich ja schuld, oder? Mhm. Ich habe keine Ahnung. Scheiße. So redet er sich daraus. Chat? Ja, die Bänder schon. Was? Mit Tab geht's wohl auch. Ich brauche Herstellungskomponenten. Natürlich brauche ich Herstellungskomponenten. Natürlich. Wie? Aber alles, wo Material drin lagert, schreibt der Findus. Also das ist auf dieses bezogen, dass halt irgendwelche Sachen einem durch die Gegend um die Ohren fliegen. Das habe ich natürlich nicht dem Dre gesagt, sondern halt dem Chat, so, ne? Nicht, dass der Dre irgendwie mittlerweile denkt, ich halte ihn für total bekloppt. Für total glaube ich noch nicht. Nicht, dass der Dre denkt, ich halte ihn für bekloppt. Das glaube ich schon. Halte ich aber nicht. Wieso kann ich denn da jetzt nichts rausnehmen? Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Das ist doch auch mit dem ganzen Döns verbunden, oder nicht? Das geht doch hier rein. Achso, ich gehe so noch weiter. Das war, also, aber alles, was Material drin gelagert wird, fliegt es dir um die Ohren, wenn noch etwas drin ist, ja. Das ist so richtig cool. Ich hatte das mal im Bohrschiff mal gehabt. Und dann hatte ich auf einmal 9 Asteroiden. Ja. Mitten in der Basis lag auf einmal. Ja, das auch. Ein neuer Klumpen. So. Ein neuer Klumpen. So. Was wollte ich machen? Die Türsteuerung. Ah, die Türsteuerung. Ich habe mich, glaube ich, eingeklemmt. Hier sterbe ich doch bestimmt wieder. Nee, geht. Okay. Kann ich mich auch noch dran erinnern, als ich ins Schiff reingeklettert bin, um da was zu schweißen, mich verkantet hab, mich versucht hab zu drehen und dann gestorben bin. Das waren schöne Zeiten. Das waren auch schöne Zeiten. So, ich mach mir mal so ein Dings hier hin. Hm. So ein, so ein Steuerungspult-Dings. Scheiße. Ein Schweißschiff wäre jetzt geil. Ja, aber ich bin von der Community genötigt worden, quasi die Hangarsteuerung zu machen. Ja, mach mal lieber die Hangarsteuerung, das ist schon richtig. Und da ich ja hier praktisch Twitch mache, muss ich mich ja, Gott sei Dank, danke nochmal, Freunde. Ja, ist doch was Schönes, wenn man Leute glücklich machen kann, indem man einfach das macht, was sie sagen. Das macht es immer so schön einfach, finde ich. Ja. Alter, das wird ja ewig dauern. Scheiße, was war denn das jetzt? Schweißschiff. Anzeige war das. Oh Gott sei Dank, ich habe gedacht, ich hätte es vergessen. Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. Anzeigleischen. Wieso? Achso, ich konnte von hinten ran. Ach, wegen dem Förderband sortieren wahrscheinlich. Ich brauche eine Anzeige, mehr nehme ich nicht. Ich nehme nur ein Anzeige. So. Jetzt kann ich mich hier einloggen. Warum fragt man eine Minderjährige, ob sie einen echten Hasen sehen wollen? Nehmen jetzt einfach Timer 1 und Timer 2. Yes. Also irgendwie, weiß ich nicht, habe ich keine Lust, mich darüber zu unterhalten. Okay. Du kannst ja den Chat mal fragen. Vielleicht. Nee, der Chat ist versaut. Hier darüber unterhalten. Der Chat ist, ich finde das nicht. Also versaut ist das falsche Wort. Doch. Ich glaube, pervers wäre das Richtige. So,
Dann nehmen wir hier 10 Sekunden. Reichen 10 Sekunden? Reichen mir. 10 Sekunden kriege ich hin. Ach, das sind ja Minuten. Ja gut, das wird ein bisschen heftig dann, ja. Wir müssen hier schnell raus. Ja. Die eine Hälfte der Folge wartest du, dass die Tür aufgeht, die andere Hälfte der Folge wartest du, dass die Tür zugeht. Ich finde, 10 Sekunden können wir jetzt erstmal lassen, aber das wird wahrscheinlich noch optimiert werden können. Garantiert. Wir holen da alles raus. Du holst alles raus, ich glaube an dich. Wieso kann ich nur so wenig... Aua! Ja, das ist schon mal gut. So, dann... Was machen wir jetzt? Wieso? Erstelle Befehle. Hast du die gegruppiert? Nee, hat er nicht. Dann gruppiere ich jetzt mal diese Lüfter. Mhm. Wenn ich sie finde. Zwei da. Stück, das muss reichen. Ach, Mann. Hamgar. Hamgar? Hamgar. Hamgar. Besitzer Dreedy Lux? Richtig. What? Das muss stimmen. Ich lege mir oben gleich eine Leitung hin. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, und sonst so? Ja, bin ich gerade dabei, die Steuerung für das Hangar zu bauen. Mhm. So, erstelle Befehle. Erstelle und dann sage ich jetzt hier Gruppenlüfter Hangar. Sage ich jetzt entlüften an. So, dann entlüften an. Und danach soll er Timer 2 ansprechen. Ach, guck, da sind ja noch ein paar Rohre. Naja. Naja. Nee, Quatsch. Das ist ja Unsinn. Das ist ja jetzt Quatsch. Nee, doch. Aber das mit der Zeit ist Unsinn. Weil jetzt muss er halt, ist ja falsch rum. Also der Timer kann ziemlich schnell, also eine Sekunde, und dann kann er loslegen. Aber der Timer kann halt, also habe ich das jetzt unbewusst richtig gemacht? Ich hoffe, ihr schreibt so, das alle mit bei Twitch da. Das wird nachher abgefragt. Keine Hashing-Komponente mehr. So. Aber ich muss echt sagen, wir haben ja echt unheimlich viel Chat-Disziplin in unserer Community. Ich bin ja begeistert. Chat-Disziplin? Ja, jetzt schreibt nämlich keiner mehr. Ja. Und auf einmal ist Stille. Sträuchekiller. So, ich verabschiede mich jetzt leider. Der Stream lädt nur noch. Why ever. Bis dann, man sieht sich. Admiral of Life. Ja, das ist schade. Schade, Sträuchekiller. Aber cool, dass du da warst. Ja, genau. Schön, dass du da warst. So lange du vor allem. Irgendwie öfter Probleme mit dem Chat, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da müssen wir mal eine Beratungsstunde einlegen. Ja, weiterhin sonst viel Spaß auch mit unseren Folgen und vielleicht sehen wir uns in eurer Community. Ne? Ist ja eure. Für was? Uns. Ja, oder? Hast du ja, der Steam-Community, meine ich, ne? Die der Sträuche gemacht hat, Alter. Die der Sträuche gemacht hat. Ist ja deine, seine damals. Deine, seine ist das. Sein. Der und der Dendo schreit, bin eben mal Frühstück. Also, tschüss, Streukiller und guten Appetit, Dendo. Jetzt noch frühstücken, das lohnt ja gar nicht. Echt, genau. Jetzt, wo ich die Hangarsteuerung mache. Herzlich willkommen. Oh, Energie wird auch schon wieder knapp. Ei, aber ich bin ja bei den Schiffen. Alles gut, alles gut. So, erstelle Befehle. Könnt euch wieder hinsetzen. Tor.
zum wieso? Ach, das ist der kleine. 40 Stück. Und der Findo schreibt, ich esse dann mal eben zu Mittag. Das stimmt. Die haben das alle so gut. Ah. Ja, dann auch guten Appetit. Oh, guten Appetit dir, Findo. Ja, von mir natürlich auch. Und ich kann dann mich wieder zum Schweißschiff schleichen. Ja, stimmt. Wenn jetzt keiner guckt, kannst du schnell. Und wenn sie dann wieder da sind, ja. Aber du kannst auch die Folge beenden, wenn du magst. Ne, ich hab noch eine Minute auf Uhr. Diesmal ja wirklich noch eine Minute. Na gut. Ne, also nicht später starten und dann hier, ne? Lass mal die Uhr aus. Ja, ich weiß nicht. Mal haben wir, wenn keiner von uns sie anhat, dann hat keiner von uns sie an, weißt du? Deswegen mach ich sie lieber an, bevor, weißt du, so. Ja, aber dann fang ich an zu quäkeln, nur weil irgendwie eine halbe Minute über die Zeit ist. Das ist ja unerträglich. So, dann, Wieso hängt sich mein Chat immer auf? Ey, das ist nicht. Das letzte, was bei mir steht, ist immer noch, hat jemand Bock, SE zu zocken? Echt? Mhm. Kacke. Aber das kann auch daran liegen, dass er vielleicht nicht aktualisiert. Du machst das wahrscheinlich über einen zweiten Monitor oder wie machst du das? Auf dem Handy. Ach so. Das Ding ist, der Stream selbst läuft auch, weil ich dachte, dass es dann funktioniert, aber nö. Ja. Hängt sich trotzdem auf. Und dann sind die fertig. Haha. Autsch. Ah. Ja. So, die Folge ist überraschenderweise zu Ende. Surprise, surprise. So, aber es ist gerade ein bisschen blöd. Na gut, die Folge ist zu Ende. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht mit der Hangarsteuerung, ob der Digi das hinkriegt oder ob er ein weiteres Stück Architektur zerstört, dann gucke die nächste Folge, wenn es wieder heißt Space Engineers auf dem Kanal, dann hören wir auf live mit dem Radiolox und dir. Ich sage tschüss. Ja, gut gebrüllt, Löwe. Tschüss.